Hey Leute, heute spielen wir mal DLC Quest. In ein Spiel, in dem es um DLCs geht. So, und dann, ja, dann spielen wir mal hier DLC Quest, genau. Da gibt es auch natürlich ein DLC, aber juckt ja keinen. So, und dann können wir auch direkt starten. So, was wird wohl passieren in dieser kleinen Stadt in diesem Spiel? Bin gespannt, wir sind jemand, der... Aha, das ist die Prinzessin, das bin ich. Ach, und das ist ein böser Typ. Okay. Das wäre nicht so schön. Oh nein, die Prinzessin wurde entführt. Welch originelle Story. Motivation. Welcome to DLC Quest. Missing Features, aha, Animation, Sound, gibt's noch alles nicht. Und nach links laufen können wir auch noch nicht. Aber das kann ja alles der Shopkeeper verändern. Sprechen wir mal den. Oh, der böse Typ hat gerade die Prinzessin entführt. Oh, ich muss sie retten, natürlich. Ach ja, und er hat einen Onkel ermordet. Na gut. Oh nein, der hat auch noch ins Wasser gepinkelt. Oh nein. Ah, ja, okay. Geht's auch schon. Ja. Ich will DLCs kaufen. Animation Pack kann ich mir leider nicht leisten, aber Movement Pack, das kann ich mir leisten. Nice, ey. Jetzt kann ich mich wahrscheinlich schon bewegen. Mal sehen. Oh, sogar nach links kann ich mich jetzt bewegen. Und ich kann springen. So, das sagte mein Pferd so. Aha. Nike. Aha. Interessant. Was ist hier? So, Credits. Credits brauche ich nicht. Da geht's, glaube ich, weiter. Deswegen will ich mich natürlich noch ein bisschen nach rechts umgucken, damit ich... Okay, das Erste, was mich am meisten stört, sind die Sounds. Ich will Sounds haben, danke. Ah, endlich Sounds. Ah, ist ja so still, das Spiel. So, also in dem Spiel, das ist ein Jump'n'Run und in dem muss man natürlich ziemlich viele Coins sammeln. So, jetzt kann ich auch noch die DLCs hier kaufen. Perfekt. Oh, warte, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Das hole ich mir mal. Wenn ich da mal hochkommen würde. So, hepp. Und hey. Komm schon. Da kam ich doch gerade auch schon hoch. Und. Achso, wenn man Leertaste gedrückt hat, dann ist das schneller. Ah. Horse Armor. 250. Oh, das ist schon. Das ist ein bisschen teurer. Das kann ich mir noch nicht leisten. Irgendwas geht hier. Achso. Der böse Typ. Ach. Geht hier hin, aber ich brauche ein Schwert, um den Busch kaputt zu machen. Das ist aber ärgerlich, dann muss ich wohl nach links. Dann gehen wir mal nach links. Und... App. So, was sagt die denn? Aha. Ach, da kann ich auch wieder nicht durch, wegen den doofen Büschen. Die sind natürlich ein bisschen nervig. Aber was soll's? So, das ist natürlich ein nettes Jump'n'Run hier. Macht sehr Spaß, hier so rumzuspringen und so. Und hepp. Alle Coins will ich natürlich einsammeln. Und hier links gibt es nichts mehr. Na gut. Dann gehen wir mal nach unten und gehen weiter nach links. Aha. Komische Begegnungen gibt es hier. Ah, tatsächlich. Aha. Sind wir jetzt in den Kampf geraten? Wer ist das denn? Ist mir auch egal, was der sagt. Ist mir auch... Ja, geh weg, ey. Auch willst du mich verarschen? Okay, nach links können wir wohl nicht. Schade eigentlich. Aber wir könnten nach links. So, was war das denn? Das passiert immer, wenn ich jemanden begegne. Na gut. Dann können wir da wohl nicht lang. Dann müssen wir wohl hier ins Loch springen. Und hier, please don't hurt the sheep. Okay, wir sollen dem Schaf nicht wehtun. Okay. Ach, schade, da kann man nicht lang. Na gut, so, was sollen wir denn jetzt hier machen? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Fragen über Fragen. Niemand weiß die Antwort leider. Natürlich schon ziemlich doof, dass niemand die Antwort weiß. Mich würde das interessieren, wo es jetzt weitergeht und so. Aber man kann ja nicht alles haben. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Sag ich, glaube ich, ziemlich oft. Deswegen, ja. Hier links kann man nicht weiter. Schade. Hier nach rechts kann ich auch nicht. Deswegen kaufen wir vielleicht ein paar neue DLCs. Vielleicht gibt es ja ein paar neue.
Das wäre doch mal eine nice Sache. Achso, was sagt er überhaupt? Mhm, mhm. Okay, okay, okay. Wenn der sagt, so, der hat keine neuen DLCs, oder? Doch, den hier. Achso, dafür brauche ich 50 Coins. So viel habe ich natürlich nicht. Aha, hier kann man sein Schwert machen. Das dauert nur ein bisschen lange. Oh, oh, oh. Time is Money Pack. Das kaufe ich mir direkt. Würde ich sagen. Hey, Leute. Ja, ja, DLC. Time is Money. Nice, ey. Dann sollte ich auch mein Schwert direkt haben, würde ich sagen. Und tap. Ja, nice, das geht ja viel schneller. So, habe ich ein Schwert. Tatsächlich, jetzt habe ich ein Schwert. Jetzt kann ich auch die Schafe töten. Tot. Nice, ey. Ich bin so brutal. Kann ich den auch töten? Nö. Na gut. Wollte ich eigentlich nur die Coins einsammeln und nach rechts gehen. Da ist ja auch der böse Typ rumgelaufen. Und wir wollen natürlich den aufhalten. Denn der ist echt böse. Und böse Leute, böse Buben, gehören natürlich ins Gefängnis. So, wo ist er denn? UDLC Double Jump Pack. Hört sich interessant an. Erstmal das Schaf hier töten. Ich habe nicht das Gefühl, dass die doof sind, die Schafe. Viele Büsche. Kann ich die hier einfach tot trampeln oder so? Oh, was ist das denn? Mhm, mhm. Na gut, der hat nichts Wichtiges zu sagen. Okay. Ich brauche einen DLC, um den Wagen, den Wald zu erkunden. Okay. Hier gibt es Coins. Mhm. Dead End. Na gut, dann gehe ich doch nicht hin, wenn da ein Dead End ist. Und, was ist das denn? Secret Place, ey. Nice, ey. Wusste ich doch, dass das ein Secret ist. Ich bin nicht mehr ein Secret-Finder. Okay, und da links sind noch ein paar Coins. Die will ich natürlich auch einsammeln. Die will ich natürlich nicht verpassen. Nice. Ich habe alle. Okay. Können wir auch in Dead End gehen. Auch wenn es da wahrscheinlich nichts geben wird. Oh doch. Welche Überraschung. Da war doch kein Dead End. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Okay. Also wir müssen aufpassen auf Löcher in der Wand. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, genügend Geld, um das DLC zu kaufen. Dieses eine. Und wo ist denn der Shopkeeper? Jetzt müssen wir jetzt wieder ganz zurücklaufen. Ach, na gut. So weit ist er jetzt auch nicht entfernt. Shopkeeper, hallo. Mehr DLCs bitte. Wie habe ich? 71 habe ich, okay. Kann ich mir leider nur dieses DLC kaufen, indem ich den Typen da links endlich erledigen kann. Ich habe aus Versehen den angesprochen, na gut. So, wo war der denn nochmal? Der war genau hier. Genau. So. Ja, jetzt begegne ich den. Oh. Kann ich den jetzt vielleicht töten oder so? So, kann der jetzt helfen? Danke sehr. Der ist jetzt endlich erkennen. Hat er noch was zu sagen? Nö. Dann gehen wir erstmal weiter. Neue Coins. Die sind immer gut. Okay, da oben kann ich noch nicht hin. Oh, so viele Coins hier. Oh. Damit kann ich mir so viele DLCs kaufen. Also längst kann ich nur durch den Geheimgang hier. Huch, achso. Bin ich schon auf der anderen Seite. Und tap. Das Schaf will ich natürlich wieder töten. Plupp, plupp und tot. Nice, ich bin so ein Cheap-Töter. So. Oh, nice, das ist ein DLC. Nice, das will ich haben. Und tap. Ja, Mist. Das geht wohl, glaube ich, noch nicht. Da brauche ich wohl den Double Jump. Das Double Jump Upgrade. Und das kann ich mir auch, glaube ich, gleich schon leisten. Finde ich auch nice. Was macht der denn hier? Aha, Filler-NPC. Okay. Der macht auch nichts. Na gut, dann ist hier noch ein Geheimversteck. Wo am Ende? Was ist? Ach so. Na gut. Naja, immerhin habe ich die Coins jetzt bekommen. Da muss ich da auch nie wieder hin. Und dann springe ich mal wieder in die Freiheit und kaufe den Doppeljump oder was ich mir jetzt leisten kann. Ich bin ja gespannt, was ich mir jetzt nicht leisten kann. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, wie viel die Sachen kosten. Und genau hier ist der. So. Jo. Den Doppeljump. Genau. Nice, ey. Jetzt kann ich Doppeljumpen. Viel schöner. Ach Mist, ich habe schon wieder das Pferd angesprochen. Doofes Pferd.
Dann räume ich erstmal hier links alles auf. Denn ich glaube, da sind mehr Coins. Zum Beispiel hier. Und hier oben ist was? Aha. Noch mehr Leute. Wo ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, die durchzureden zu lassen. Denn die reden ziemlich viel. So, Neffe. Na gut. Und noch ein Schaf, das ich töten kann. Wo ist das denn? Steinmauer, da kann ich... Doch, da kann ich auch durch. Aber nur Coins? Mehr nicht? Na gut. Enttäuschend. Ah, hier ist aber noch was. Das sehe ich doch. Komm schon. Ja, nice. War nur ein Schaf, was ich töten kann. Ist ja auch enttäuschend. Mensch, ey, immer diese Schafe, die man töten kann. Sonst ist hier nichts. Leider auf der anderen Seite noch. Ja. Das ist du, neues DLC. Ich habe unten in der Höhle auch ein DLC verpasst, oder? Oh, Top Hat Pack. So, hier kann ich mit dem Doppeljump natürlich dieses Ding erreichen. Das Pet Pack. Oh, nice. Kriege ich dann ein Haustier? Oh, schön. Ich wollte schon immer so ein Haustier haben. Oh, gut. Klettern wir hier hoch und ziehen uns da noch weiter hier rechts an. Hier gab es ja noch Büsche, die man zerschneiden kann. Plopp, plopp, plopp. Noch ein Schaf. Na gut. Mehr gibt es hier wohl auch nicht mehr auf der linken Seite. Dann gehen wir mal einfach auf die rechte Seite. Und tap. Und räumen da alles ab. Mal erstmal natürlich die DLCs kaufen und so. Ich weiß nicht, ob ich mir das Hut-DLC kaufe. Das klingt schon ziemlich verlockend. So ein Hut ist eigentlich immer gut. Wie viel kostet das denn? 5? Ja, komm hier. Kaufe ich direkt. So, und die anderen Sachen kann ich mir nicht leisten. Na gut. Egal. Nice. Ich habe jetzt einen Hut. Und wo ist mein Haustier? Steht das jetzt hier irgendwo? Ah, hier ist es. Toll. Dann gehen wir mal rechts und springen hier nach oben zu den Pfeilen hin, die uns freundlicherweise den Weg zeigen. Wie nett. Okay, links oder rechts? Ich gehe erstmal hier links lang, denn ich bin so ein Linksgeher. Und sammle alle Münzen auf. Die Sprünge werden hier ziemlich knapp langsam. Aber ich schaffe das natürlich, denn ich bin ein Master, ein Genius. Okay, und tot. Nice. Das Schaf wieder getötet. Denn ich bin so ein brutaler Typ. Noch, natürlich will ich will alle Münzen haben. Alle Münzen. Okay. Jetzt bin ich wieder unten am Boden der Tatsachen. Kann hier den Rest der Münzen einsammeln. Okay, und da oben. Oh, ich brauche dafür Rollschirm oder was? Ah, das reicht gerade so nicht. Das ist natürlich fies, unfair und so. Ich habe mal wieder ziemlich viele Coins. Ich kann mir auch gleich schon wieder das nächste DLC kaufen dafür. Okay, was ist hier? Aha. Ach so. Natürlich. Das war alles nur Schiebung hier. Und jetzt muss ich wieder... Ah, bin ich wieder hier unten, muss wieder hochklären, kraxeln. Na gut. Immerhin kann man hier wieder hoch und tot. Nice, ey. Schaff auch wieder getötet und dann kann ich wieder weitergehen. Und weiter und weiter und... Was ist das denn hier unten? Ich glaube schon. Ich glaube, es sind hier die letzten Münzen, ja. Und dann kann ich auch wieder runtergehen. Oh, warte, das ist noch ein Schaf. Oh, wo kommt das Schaf denn her? Oh, nee. Bin ich jetzt runtergefallen? So. Schaf stirbt jetzt auch und tot. Nice. Und jetzt wieder zum Shopkeeper. Und dann kann ich mir genau das hier kaufen und das Map Pack. Nice, ey. So. Hey, wo ist mein Outfit? Ach, noch gut. Wir nehmen kein sexy Outfit. Na gut, dann gehen wir mal rechts durch den Wald. Mal sehen, was da so ist. Und. Oh, das ist der Shop-Guy. Toll. Hat aber nichts Neues leider. Na gut. Langweilig. Dann sammeln wir weiter Münzen und zerschlagen Büsche und das übliche halt, was so ein Held eben macht. Ich bin jetzt irgendwo runtergefallen, leider. Finde ich natürlich nicht so gut. Aber was soll man dagegen machen?
mehr Münzen einsammeln, würde ich sagen. So. Alter, hier sind plötzlich extrem viele Münzen. Kann ich mir die Horse Armor richtig schnell kaufen? Die ist bestimmt sehr richtig gut. So richtig useful. Ey, scheiß Busch. Ja, ja. Mhm, mhm. Das ist ziemlich viel hier. Ziemlich viele Coins. So, hier unten ist nichts mehr. Da muss ich gleich runterfallen. Ist natürlich auch lustig, dass ich immer runterfallen muss. Oh, falscher Weg. Dann gehe ich da einen hoch. Mhm. Und noch eine Etage. Und die überspringe ich, weil die doof ist. Denn ich will natürlich das Schaf zuerst töten. Hä? Achso, hier ist ein Busch im Weg. Och nee, ne? Och, ich habe eine Reihe übersprungen. Natürlich. Ah. Gehen wir dann nochmal hin. Diesmal bleiben wir auf der linken Seite. Okay. Dann gehen wir mal hier links lang und gucken, was hier so rumwerkeln ist. Aha, aha. Ziemlich viele Coins sind hier am rumwerkeln. Ziemlich viele Coins. Die hören auch nicht auf, die Coins. Ich kann mir ja gleich das ganze Spiel nochmal kaufen. Den ganzen Coins. Okay. Aber damit... Was ist hier? Da war ich schon drin, ne? Ja. Ist nichts mehr. Achso, dann war ich hier in der Mine noch nicht. Oh, ein Pfeil aus Geld. Ist ja natürlich toll. So, hier sollte ich auch irgendwann ein neues DLC bekommen, oder? Bad Guy Hideout Area. Na gut. Hier ist also der böse Typ. Warte, das hier. Neues DLC. Zombie Pack, okay. Ja, irgendwas. Oh, warte. Hahaha, didn't even feel that. Okay. Ich brauche wohl ein besseres Schild dafür. Gunpack, okay. Direkt eine Pistole. Okay, okay. Dann kaufen wir mal eine Pistole. So, oh, oh, oh. Was habe ich da denn für ein Secret Area gefunden? Alter. Das war schon heftig. Das war echt heftig. So, dann spielen wir hier. Ja, genau. Kaufen, kaufen, kaufen. So. Jetzt sind hier Zombies. Die machen was? Nix. Na gut. Mhm, mhm. Da muss ich mir noch was kaufen. Das ist ein Night Pack. Kaufe ich mir natürlich auch. So. Jetzt kann ich wieder zurück. Achso, der hat das. Oh, der hat das. Na gut. So, was muss ich überhaupt machen? Achso, eine Waffe habe ich jetzt natürlich auch. Habe ich mir jetzt auch gekauft. So, das Pferd, ne? Das habe ich jetzt auch Rüstung. Das habe ich jetzt auch Rüstung gegeben. Das will ich natürlich noch angucken. Oh, da ist es. Toll. Hat überhaupt rein gar nichts gebracht. Okay, ich habe ihn getötet, aus Versehen. Und damit können wir auch zum Boss gehen, würde ich sagen, ne? So. Neues DLC-Pack available. Finish the Fight Pack. Ja, das war ein schönes Spiel, ne? Yay! Geschafft! Oh, toll! Sehr schön! Yay! Ich bin aber gut. Kann ich das auch überspringen? Komm schon. Na gut. Freesound.org. Okay. Noch ein paar Fonts, die der verwendet hat. Na gut. Special Thanks und Tester. Ja, gut. Ist gut. War es das jetzt auch? Hallo. Ja, thanks for playing. Ja, gut. Und... Toll, ne? Das war's. Das war ein tolles Spiel. Ein Scherz. Das ist es natürlich nicht. Denn es gibt noch Finish the Fight Pack. Oh ja, damit kann man den Fight auch finishen. Das sehen wir uns dann aber, wenn es eine nächste Folge gibt, in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.